Moin Leute und willkommen zu einer neuen Aufnahme mit dem Juten Romiat, der sich nochmal in The War Z versuchen wird. Das erste, was ich hier jetzt mache, ist an der Lautstärke ein bisschen rumfummeln. So, das war ja alles soweit okay. V-Sync, nein, bla bla, und hast nicht gesehen. Apply. Jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal an der Steuerung schauen hier, Chat, sich ducken, interagieren, nachladen. Chat ist eh. Also gibt es wohl nur einen Chat, dann habe ich keine Ahnung, warum es jedes Mal so komisch bei mir aussieht. So, Server Bros. Versuche nochmal einen leeren Server zu finden, ansonsten müssen wir auf Risiko spielen hier. Achter Server, neuner Server und siebener wären nicht verkehrt. Aber ich glaube, da werden wir jetzt zurzeit erstmal Pech haben. Ja, sieht sehr, sehr schlecht aus. Aber es sind sehr, sehr viele Server momentan online. Ob man vielleicht doch jetzt eigene Server erstellen kann? So. Rent-Server? In Kürze. Na, also noch nicht. Dann gehen wir mal hier auf Wanderschaft. Ich habe mich jetzt gerade eben gesehen, dass man wohl seine Taschenlampe, wenn man denn eine hat, als Waffe verwenden kann. Und da würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, wie das Ganze dann funktioniert. Ganz welches mal hier in der Safe-Zone machen. Müssten wir ja noch stehen vom letzten Mal. Siehst du? Taghell ist es. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt mal ins Inventar. Ne, haben wir nicht mehr. Oh, wie blöd ist das denn, ey. Mist, verdammt, das Essen haben wir auch nicht mehr. Machen wir mal kurz die Map an. Wo gehen wir denn jetzt am blödsten hin? Ach, egal, wir probieren es einfach. Und wenn wir sterben, dann ist es halt so. Oder wie seht ihr das? Gehen von Ort zu Ort und dann passt der ganze Müll schon. Kurz schauen, haben wir hier Banditen? Neutral, neutral, alles neutrale. Es sieht doch schon mal gut aus. Global Chat. Ja, wie kann ich denn wechseln? Das ist jetzt die Frage. Wie kann ich den Chat wechseln? Vielleicht Q? Oder einfach nur Q? Nein, auch nicht. Ja, das ist ja blöd jetzt. Einfach nur gerne auf den Global Chat wechseln, wenn ich ehrlich bin. Maus haben wir da nicht zur Verfügung, beziehungsweise hier nur im Inventar, aber der ist ja einer. Uns jetzt Hallo heißen oder was? Erstmal rocken, der knallt jetzt bestimmt ab, 100 Pro,
würde gerne, wie gesagt, auf den Chat wechseln, verdammt. Global. Was willst du von mir? Da, da bin ich. Wenn der mich jetzt umbringt, dann soll es so sein. Dann loggen wir auf den anderen Charakter. Viel habe ich eh nicht dabei. Ein bisschen Energie sparen hier. Jetzt gerne mal versuchen, da hinten hinzukommen. Ich meine nämlich, da war nämlich irgendwo ein Ort, den wir gesehen hatten. Dann auf jeden Fall da lang weiter. Er hält mich aber im Auge. Er hält mich im Auge. So, den Chat habe ich jetzt gewechselt, indem ich E gedrückt habe. War meine Chat-Einstellung. Und einfach F2 gedrückt. So bin ich auf Global gekommen. Schon mal richtig geil dann. Kommen wir mal rüber hechten ein bisschen. Kollege noch irgendwo? Nö. Auf jeden Fall was zu futtern finden und was zum Verbinden. Sonst werden wir nicht mehr lange machen. Und wir erinnern uns, im City-Zentrum, habe ich jetzt gelesen, soll es viele Waffen geben, aber wir hatten, soweit wir gesehen haben, nichts großartig in der City selber gefunden. Die Hochhäuser alle leer. Mal kurz die Map anmachen. Hill Range. War doch die, ne? Ja, da würde ich gern hin. Auf jeden Fall irgendwie wieder eine Waffe oder leere Gebäude, wo Nahrung und Co. spawnen, dass wir hier eine Überlebenschance haben und nicht gleich verhungern werden. Ich werde versuchen, die alte Taktik beizubehalten, hier den Bäumen entlang zu wandern. Das ist ja auch ein bisschen Schutz wenigstens. Immer mal genau gucken, ob der Kollege hier irgendwo lang eiert. Habe ich doch ein bisschen Angst auf Hinterhalt. Alle neutral. Es müssen noch keine Banditen. Vielleicht kommt wieder meine Angststrecke da über die Straße zu eiern. Liegen Bäume auf der Straße und am Straßenrand. Ich habe gehört, es soll wohl einige kleine Updates eingespielt worden sein. Oh. Die beinhalten halt sowas wie neue Zombie-Geräusche und dergleichen. Hier versuchen, Zombies aus dem Weg zu gehen. Geht die Musik wieder los? Die habe ich zum Glück vorhin leiser gestellt. Gern versuchen, in den Supermarkt zu kommen, wenn ich ehrlich bin. Na, da muss ich die Schiss haben, dass dann wieder Zombies entlang kraxeln. Mal gucken, hier sind wir auch beim letzten Mal gekillt worden, indem sich der Leute hinterm Zaun versteckt haben. Hier finden wir auf jeden Fall ein bisschen was an Nahrung und Co. Jetzt muss ich erst nur da oben lang, weil da vorne ein Zombie steht.
stehen jetzt auch Zombies, das ist blöd. Ich muss auf jeden Fall in das Haus da rein. Oh. Steht direkt da ein Zombie. Oh, wie blöd ist das denn, ey? Ja, muss ich doch anders versuchen, dahin zu kommen. Oh. Noch ein Kollege. Den habe ich gar nicht gesehen, aber er hat mich leben lassen. Versuchen hier lang zu kommen. Ist keiner. Komm ich nicht lang. Gucken, dass ich jetzt doch ein bisschen versuche, hier in den Laden zu kommen. Da sind schon mal Gegenstände. Taschenlampe. Kann ich das nicht ausmachen? Scheiße. Wie kann ich denn die Sache wegstecken? Wird jetzt ätzend. Dann lieber doch wegschmeißen. Sieht auch noch was? Doch hier durchs Gebäude abhauen. Oh, ich muss dringend was zu fressen finden, ey. Sehr, sehr dringend. Oh, immer noch hinter mir her. Versuchen die abzuhängen, aber die ist immer noch hinter mir her. Dann irgendwie hier in so ein Gebäude kommen. Oh, bleibt stehen. Schon wieder gewittert, ey, so was Blödes. Muss erstmal loswerden und dann versuchen, einen großen Bogen wieder zurückzukommen. Ja, hier kommt immer noch hinter mir her. So hungere ich nämlich gleich. Scheiße. Oh, die ist schnell geworden. Richtig, richtig schnell. Bleib stehen. Bleib endlich stehen, Mann. Jetzt bleibt das Vieh wohl stehen. Jetzt bloß die Frage, wie komme ich im großen Bogen dann wieder zurück in die Stadt. Also sie waren auf jeden Fall schon eine längere Zeit hinterher. Die hat mich auch im Auge. Guck mal, die dreht sich mit mir. Muss ich auf jeden Fall gerne mal da hinten reinkommen. Ich brauche nämlich was zu futtern, egal wie. Ist überall so ein paar kleine Zombies. Besser doch die
Taschenlampe behalten sollen. Da liegt auf jeden Fall einer auf der Straße. Heißt, hier wurde schon gut rumgehauen. Was mir gerade einfällt, wo ist denn... Gut, mit den Medikamenten habe ich mich geheilt, aber wo ist denn dieses komische Leuchtstab-Dinger vom letzten Mal, was wir da gefunden hatten? Kann er nicht einfach weg sein, oder? So, an denen müssen wir vorbei, egal wie. Am besten einen großen Bogen, ich weiß. Dann mal rüber hechten. So, und dann versuche ich mal da in den Wohnwagen zu gelangen. Beziehungsweise, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob man da ins Gebäude kommt. Ich stehe auf jeden Fall Fahrzeuge, wie ich gerade sehe. Also Fahrzeugen soll es Waffen geben. Muss jetzt Hechtenergie sparen. Gut, hier scheine ich nicht rein zu können, aber vielleicht finde ich ja da etwas im Wohnwagen. Mal schauen. Irgendwo gerade auf jeden Fall ein Zombie. Ein bisschen abseits halten hier. Wir gehen da ins Gebäude rein. Aber da komme ich nicht rein. Es sei denn, da der Zombie verpisst sich jetzt. Ich habe Glück und kann so hier ins Gebäude flüchten auf die Schnelle. Scheiße. Okay, hat's erledigt. Schnell entkommen. Schon wieder so eine alte, die uns ins Hinterher rennt, Mann, ey. Abgehängt haben, dann ich kurz die Energie aufladen lassen. Ja, scheint jetzt der Fall zu sein und darunter zu eiern. So, den Hut lassen wir mal an. Ein bisschen anderes Outfit. Ich brauche, egal wie, ich brauche was zu futtern. Ich verhungere jetzt.